So, ich bin's wieder, euer One-Dollar-Man. Ja, das Thema hatten wir schon beim letzten Video. One-Dollar-Channel oder One-Dollar-Man, keine Ahnung. Wie ich auf den Namen kam, habt ihr ja schon gesehen. Beziehungsweise gehört. Und zwar, heute zeige ich euch, ja, was heißt heute? Jetzt zeige ich euch, weil das letzte Video ist ja gerade mal 8 Minuten her, eigentlich gut 4 Minuten. Vor 4 Minuten habe ich's. Die Aufnahme beendet. Ich zeige euch heute, wie ihr zum Beispiel Minecraft gecrackt herkriegt oder sämtliche Spiele. Ich kann es euch nochmal zeigen hier. Hier auf DDLwares, da gibt es dann Musik, Filme, 3D-Sachen, Spiele, Serien, Apps, E-Books, Cracks und XXX. Ich denke, ihr wisst, was das heißt. Ja. Ihr könnt hier alles runterladen. Ich habe mir jetzt mal hier Minecraft rausgesucht. Ist nicht schwer, hat nicht viel MB. Und ja, hier seht ihr auch noch, das andere Video ist gerade am Rendern. Das wird dann wahrscheinlich schon hochgeladen sein. Ja, als allererstes geht ihr mal auf Google und sucht euch den JDownloader 2. Am besten, ja. Geht ihr irgendwie so chip.de, ladet euch den runter. Ja, mein WLAN ist jetzt nicht allzu perfekt hier. Ladet euch den hier runter. Ja, ist kompatibel mit Windows 2000. Ich denke, das hat keiner mehr für euch. Windows XP wird schon kritisch. Windows 2003 hat auch wahrscheinlich keiner von euch. Server sowieso nicht. Vista wird schon kritisch, Windows 2008 hat wahrscheinlich sowieso keiner von euch. Ja, Windows 7 haben noch einige und Windows 8. Windows 10 wird schon kritisch, deswegen habe ich auch noch kein Windows 10 drauf. Ich als Windows 8.1 Benutzer und Windows 7 kriegen sie ja kostenlos für ein Jahr und danach wird es euch wahrscheinlich sowieso geschenkt. Da wette ich mit euch, das lade ich euch jetzt einfach runter. Installiert den ganzen Push auch noch und ja, dann habt ihr dieses Programm, den JDownloader 2. So, dann, wenn ihr natürlich mit Highspeed downloaden wollt, dann empfehle ich euch Share Online. So geht ihr da drauf und ja, wenn ihr euch registrieren wollt, kostet das Ganze der Spaß 10 €. PaySafe Card kannst mit Highspeed runterladen, so viel du willst. Gibt kein Limit, sage ich jetzt mal. Und ja, sobald es mal geladen hat hier, sobald das geladen hat, können wir dann aber auch fortfahren. So, ja, mein WLAN geht durch drei Zimmer und eine Betondecke. So. Ich denke, das erklärt alles. Ja, hier, ich nehme immer das hier. Ja, hier 1,2 Monate, 10 € ist mit PaySafe bezahlbar. Ich denke, wenn ihr wirklich mit Highspeed runterladen wollt, dann 10 €. Schneidet ihr euch kein Fleisch von den Rippen. Tut auch nicht weh. Und ja, dann klickt ihr dann einfach drauf, was ihr haben wollt. Dann drückt ihr unten zum Beispiel, wo ist es? Ihr PaySafe Card, dann gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein und danach werdet ihr weiter verlinkt, weitergeleitet zu der PaySafe Code-Eingabe. Die gebt ihr dann ein und die Daten, sobald ihr es eingegeben habt und es bezahlt habt, erscheint hier ein kleines Fenster mit den Daten, die ich auch schon hier habe. Hier sind dann Daten, ich werde es jetzt nicht ganz aufdecken, weil sonst könntet ihr natürlich über meinen Account euch Sachen ziehen, so viel ihr wollt, und das will ich ja nicht. Das habe ich schon gemacht, aber wie gesagt, da erscheint ein kleines Fenster und notiert es euch. Ihr kriegt zwar eine E-Mail, aber notiert es euch mal lieber, weil mir hat man gesagt, dass die E-Mail sich irgendwann von selber löscht. Schreibt es euch einfach auf, so wie ich bei den kurzen Notizen, und dann ist gut. Wenn ihr das habt, geht ihr einmal in den JDownloader rein. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder ewig dauern.
Und ja, dann, sobald Jay Downloader mal gestartet hat. Achso, dann kann ich ja noch gleich eine Info geben zu meiner, ja, ich nenne es jetzt mal Equipment. Nee, mein Headset ist das Logitech G430. Kostet zum Neupreis im Laden 69 Euro. Und bei uns im Mediamarkt war das eben reduziert und dadurch gab es das für 29. Bei uns ist auch Call of Duty Advanced Warfare auf 29 Euro reduziert. Total sinnlos, aber naja. Und ja. JDownloader immer noch nicht offen. Cool. Hammer. Was könnte ich noch sagen? Da fällt mir auf, dass meine Tastatur auch von Logitech ist. Cool. Meine Maus ist von Hammer. Als Monitor benutze ich einen, ich nenne es mal Monitor, von Blaupunkt, einen 40 Zoll LCD Fernseher. Ein Flachbildfernseher, Entschuldigung. Ist von Blaupunkt 40 Zoll. Reicht vollkommen aus. Natürlich geht's größer, kann man nicht abstreiten. Und ja, Informationen über meinen Computer gebe ich jetzt nicht raus. Nee, lieber nicht. Da würden sich die meisten den Kopf schütteln. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe momentan eine Grafikkarte drin, eine 8800er GT. Nvidia GeForce. Ich glaube aber, das ist das nächste, was ich austauschen werde. Naja. Yep. Und somit ist JDownloader oder gleich fertig eigentlich. Scheiß Updates. Ich glaube, ich muss es dann mal ins Bett. Oh je. Ich glaube, das könnte noch eine lange Nacht und ein langes Video werden, wenn das so weitergeht. Und benutzen tue ich gerade im Moment, ich glaube, 3,5 GB RAM. Aber irgendwie will ich 16. Ja. JDownloader hat es auch gleich. Einfach nur die hässlichen Updates mal installieren. Wenn ich das schon nicht machen will. Und kommt mir einfach nicht in den Kommentaren, wie scheiß BVB oder sowas, das juckt mich so oder so, nicht von vorne bis hinten, was ihr da schreibt. Also auf den BVB bezogen. Es ist jedem seins und ja. Super, wir sind gleich fertig. Wow. Doch, so fix. Aber wir können gleich die einen. Ne, können wir nicht. Doch, können wir. Ich sollte nicht so viel auf einmal machen. Und ja, dann gehen wir hier oben auf Einstellungen. Wenn dieses Fenster hier nicht da ist, gehen wir einfach hier auf Einstellungen und dann klicken wir auf die Einstellungen, dann kommen wir genau in dasselbe Menü. Dann, sobald ihr die Daten habt, ansonsten ladet ihr mit 10 kb die Sekunde, es ist nicht so ratsam, aber ist hier eben seins. Dann geht ihr auf Account Verwaltung. Und yep. Ja. Hier seht ihr dann, ihr könnt auch hier unten auf Hinzufügen klicken. Dann, wenn ihr schon bei Share Online seid, geht ihr hier drauf, sucht euch Share Online, wenn ich es finden würde. SSSS.
Kann doch nicht so schwer sein. Hier, share-online-.bit, share-online.bit, sowas. Ihr könnt auch einfach da draufklicken und ich auf Premium klicken, das ist auch kein Problem. Dann werdet ihr einfach weitergeleitet auf die Seite von denen und dann könnt ihr den ganzen Spaß machen, den ich vorher gesagt habe. Dann gebt ihr hier diese Zahl ein, der Benutzername und hier unten dann das Passwort. Und dann müsste das so wie folgt hier aussehen, unbeschränkt, bis zum 25.02. hab's ich jetzt. Und ja, beziehungsweise am 25.02. sollte ich es dann verlängern, weil dann läuft es aus um 11:26 und 16 Sekunden. Also kann ich bis um 11:26 und 15 Sekunden noch mit Highspeed runterziehen. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Aber gut. So, der ist jetzt aktiviert. Dann können wir hier auf den Linksammler gehen. Schon wieder zu viel Kacke runtergeladen. Jetzt gehen wir wieder zurück auf DDLVerse. Ich stelle euch natürlich auch noch die Links mit in die Beschreibung, damit ihr euch nicht dumm und dämlich suchen müsst. Für die ganz Faulen auf gut Deutsch. Ja, ich habe jetzt einfach Minecraft rausgesucht. Ich habe es zwar schon drauf, aber so kann ich es euch einfach zeigen. Dann klickt ihr hier unten, also geht runter in der Spalte von Sch Entschuldigung, share-online.bit, klickt ihr auf Click and Load. Dann weiter zu Click and Load. Achso, Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Hier, klickt ihr einmal dieses hübsche Fenster an. Ich bin kein Roboter. Also wenn ihr wirklich kein Roboter seid, klickt es an. Wenn ihr einer seid, klickt es nicht an. Das kann man machen, muss man aber nicht, so. Wir haben 12:45. Wer schreibt mir jetzt noch ein WhatsApp? Dann geben wir hier einfach mal den Code ein. So, und ist das 20? So, dann einmal auf Bestätigen. Ja, hiermit bestätige ich, dass ich kein Roboter bin. Ist doch schön. Habe ich schon fast vergessen. Dann kommt ihr weiter auf diese Seite und klickt hier nochmal auf Click and Load. So, jetzt öffnet sich normalerweise das Fenster oder wenn das dran steht, reicht es auch schon. Jetzt geht ihr wieder in den JDown oder zurück, geht in den Linksammler. Dort müsste er eigentlich genau Minecraft 1.7.9 in dem Fall dastehen mit 152 MB und 1 von 1 online. Also, wenn ihr jetzt mehrere Packs habt, zum Beispiel Call of Duty hat ja weiß Gott wie viele Packs, steht hier dran 1 von 1 online. Wenn nur 1 offline ist, könnt ihr es gleich wegklicken. Sucht euch gleich ein anderes raus. Weil das so zu suchen, das ist nicht ratsam. Da sitzt ihr dann ewig dran und ja, das wollen wir auch nicht. Hier klickt ihr einmal drauf. Ihr könnt auch einfach gar nicht draufklicken, ist eure Sache. Drückt ihr hier oben auf diese Play-Taste. Und ja. So, das wollen wir jetzt aber nicht. So, wir wollen jetzt Minecraft runterladen. Das wird wahrscheinlich ewig dauern. Ja, 10 Minuten. Ah, da seht ihr es nochmal mit 250, 40 durchschnittlich lade ich hier gerade runter. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich wieder, sobald es fertig ist. Bis gleich. So, ja, es ist nicht fertig. Es ist immer noch ein paar Sekunden, nachdem ich die Pause gedrückt habe. Ich zeige es euch was am an was anderem. Und das ist eigentlich relativ an was. Ich kann es euch an Filmen zeigen oder eben an Spielen. Selbst Camtasia Studio, mit dem ich aufnehme, ist gecrackt, also bitte. Ich zeige es euch einfach mal anhand von. Wo ist er jetzt? Ja, ich
weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das war das. Machen wir einfach einen Rechtsklick drauf und Zielordner öffnen gibt es nicht mehr. Auch schön. Ich glaube, ich habe es nämlich verschoben. Ja, genau. Den könnt ihr dann auch eigentlich schließen. Ich brauche Minecraft jetzt nicht unbedingt, hab's ja schon drauf. Ja, bloß ich habe keine Lust, das so ewig lang zu warten, die 10 Minuten, aber ich muss auch irgendwann ins Bett. Ja, hier nochmal in Gruß für euch. Hier einmal haben wir da Let's Be Cops, die habe ich mir auch runtergeladen und Sextape auch, genauso wie Zombieland. Zombieland ist einfach legendär. Ja, Let's Be Cops. Das sieht dann so aus. Ungefähr. Ihr könnt dann Rechtsklick auf die Datei im JDownloader machen und da Zielordner öffnen. Dann sieht das so aus. Dann ist hier noch dementsprechend, ja, wenn es jetzt, weiß Gott, Call of Duty 200 Packs hat, dann sind hier noch die 200 ZIP-Dateien mit runtergelistet. Schön brav. Die könnt ihr nämlich dann gleich löschen, weil die braucht ihr sowieso nicht mehr. Dann macht ihr einen Klick auf den Ordner. So. In dem Fall ist es jetzt hier Screens, Video TS, Cover und NFO. Das Cover können wir uns jetzt gleich mal angucken. Ich habe es nämlich noch nicht angeguckt. So sieht's Cover aus. Let's Be Cops, ja, habe ich mir runtergeladen. Ich habe es mir auch gleich gebrannt. Ist übrigens ein cooler Film. Ist ratsam, den anzuschauen. Ist witzig. Dann gehen wir einfach auf Video TS. Jetzt, ja, suchen wir uns einfach mal die größte Datei raus. 64. Nein. 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 Ja, ich glaube, ich weiß schon. Ja. Wir können es auch einfach so machen. Die können nämlich alle zusammen. Und machen einfach. Aber. Die brauche ich eigentlich nicht. Okay, dann so. Dann einfach können wir auf Wiedergabe klicken und dann in dem Fall wird VLC Media Player geöffnet. Weiß Gott, was ihr für einen Player habt. Das ist mir eigentlich auch regelrecht wurscht. Wurscht. Scheißegal. So, okay, keine neue Version. Ich habe es jetzt mit Menü. Jetzt habe ich es natürlich. Ja, das Ganze gibt es natürlich auch auf Deutsch. Das, was ich jetzt runtergeladen habe, ist mit Menü gewesen, also HD und alles und. So, nochmal. Auch nicht schlecht. Kein Bild ist auch ein Bild. Ach so, hier. Ich leite eine routinemäßige verdeckte Arbeit. Und Benutzt den Tunnel als Fluchtroute, um die Sachen so, ich kann es euch loszuwerden. jetzt. Der Fall ist gelöst, Mann. Ich bin so gut, Ja. dass es einem echt Zeigen wird Angst es wohl heute macht. nichts mehr. Wo willst du damit hin? Ist das von dir? Was denkst du dann? Das wirst du nicht tun. Ja, so. Ganz einfach. Kann er mal vorspulen. Ist jetzt auch auf Hier, Deutsch. das ist der Jackpot. Was? Die ganzen Waffen? Ja, hier seht ihr es nochmal. Wie gesagt, es funktioniert, wenn ihr es runterladet. Ja. Let's Be Cops ist noch gar nicht allzu lange im Kino, aber ich finde, es hat schon eine gute Qualität. HD2, also bitte, kann man nicht sagen. Ja, gut, ich brauche den Ordner einfach. Bei Screens weiß ich gar nicht, was drin ist. Kann man sich ja mal angucken. Ja. Wie gesagt, ihr wisst, wie es geht. Ich rede schon für die Nacht rede ich schon wieder viel zu viel. Schlecht vorbereitet, naja, kann man nichts machen.
Und dieses Video ist auch schon fertig. Müsste jetzt eigentlich oben sein. Ist auch schon oben. Ja. Schön. Ich habe es Vorstellungs von diesem Channel genannt. Darf ich gleich mal umändern. So, ich stelle hier dann noch gleich die Links rein zu dem anderen YouTube-Channel. Und ich würde dann mal sagen, 480p sollte ich vielleicht demnächst besser machen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt ernsthaft ins Bett, ich habe keine Lust mehr. Vielleicht mache ich das Video irgendwann mal nochmal. Falls es gewünscht wird, falls es jemand nicht verstanden hat, kann ich es gerne nochmal machen. Schreibt mir einfach eine PN. Und ja, bis zum nächsten Mal. Das wäre dann euer One-Dollar-Man auf dem One-Dollar-Channel. Ciao.